Willkommen zurück, ja, Let's Play Minecraft. Episode 8, 9, 8, 9, 8, 8, glaube ich, ist es schon. Wahnsinn, 8, 8 episodisch, unglaublich. Unglaublich. Und vor allen Dingen so interessante Episoden jetzt zu den weiteren Folgen, also zu den späteren. Am Anfang war es noch so ein bisschen, ja, geil, spielt der Reflex da so ein bisschen Minecraft. Und ja, jetzt hat er da so ein bisschen, ach ja, teilweise stirbt er sogar, weil er zu doof ist, Minecraft zu spielen. Und der ist langweilig. Guck ich nicht. Ja, dann guck's halt nicht. So. Aber für die, die gucken, Dankeschön. Vielen Dank, sage ich ja immer wieder. Und ich hoffe, ihr hattet natürlich auch angenehme Weihnachten. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Ich glaube, die Folge müsste schon nach. Ja, die ist sogar schon. Ach, weit, weit im Januar schon drin ist diese Folge, glaube ich. Weil ich gesagt habe, ich mache, glaube ich, jeden zweiten Tag kommt eine Folge raus. Das sage ich jetzt natürlich in Folge 8. Er ist sehr intelligent von mir. In Folge 8 sage ich euch, wann täglich die Folgen kommen oder jeden zweiten. ja, ich habe so geplant, so jeden zweiten Tag kommt eine Folge von Let's Play Minecraft. Weil es doch sehr, sehr aufwendig ist, diese ganzen Aufnahmen zu tätigen. Für moi, ja. Ich bin halt noch nicht da so in der Materie bewandert. Also zwar schon, was Videobearbeitung alles angeht und so und Aufnahme, aber ihr wisst selber, wie gesagt, wenn mein PlayStation Network down ist, so wie euers auch, so wie letztens, dann kann ich keine Videos aufnehmen. Da bin ich so ein bisschen gebunden. Deswegen plane ich ja, wie gesagt, ein, das habe ich schon mal gesagt, mir eine Capture-Karte zu kaufen, dass ich das Problem nicht mehr habe. Aber trotzdem mir ja nicht die Zeit, nicht die Zeit fehlt, nicht die Zeit fehlt, sondern einfach so, ja, ich muss mich da, es macht mir Spaß, das auf jeden Fall, mir macht jede Menge Spaß, auch streamen, Let's Play Live Show, das wisst ihr. Und es ist einfach sehr, sehr, ja, wenn ich jetzt sage, zeitaufwendig, dann klingt das schon wieder so doof, dann klingt das schon wieder, oh ja, der macht das nur, um Geld damit zu verdienen. Nein, es ist einfach, es macht mir Fun, nur halt, ich bin halt nicht wie andere YouTuber, so große YouTuber, die haben natürlich da schon viel, viel mehr in petto und bei mir halt wenig. Bei mir ist halt wenig mehr, würde ich jetzt mal behaupten. Und, wem das nicht passt, der soll gehen. Ja, nein, nein, damit, das war auch ein bisschen hart gesagt. Nein, es ist einfach so, ich schaffe das ich habe auch noch ein Privatleben. Ja, habe ich auch noch. Nein, hast du nicht. Reflex, du hast kein Privatleben mehr. Das hast du dir nicht mehr. Nein, das hast du nicht. Du musst für uns Videos raushauen. Und da müsst ihr mich verstehen, wenn ich dann halt nicht schaffe, es jeden Tag gerecht zu werden, da jeden Tag ein Video raushauen. Das schaffe ich einfach manchmal zeitlich einfach nicht. Das ist unmöglich für mich. Das kriege ich nicht hin. Und da dürft ihr mir auch nicht böse sein, wenn das nicht jeden Tag klappt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal im Vlog auch gesagt gehabt. Das ist nicht so, also nicht schaffbar, sondern eher so nicht erreichbar, ist auch doof gesagt, sondern eher so, ha, eher so, ha. Nee, ich würde es ja, also ohne Spaß, ich würde es ja gerne auch tun, machen und wie auch immer, whatever. Mir fehlt die Zeit dafür. Das klingt so, als würde er sagen, ne, kein Bock. Das meine ich aber damit nicht. Ich möchte damit sagen, wie komme ich jetzt auf den richtigen Nenner? Ich möchte einfach damit sagen, ich würde mehr machen wollen, ja, mehr tun wollen, aber erstens fehlt mir dazu eine Capture-Karte, weil damit kann ich viel, viel besser arbeiten, als wie mit dieser Share-Tasten-Funktion. Das fing ja alles klein an jetzt. Es ist ja schon jetzt schon deutlich größer geworden, als wie es anfangs war. Wenn man überlegt, 200 Abonnenten. Wow, Wahnsinn. Danke erstmal. Nochmal nachträglich. Und dann halt dieses Zeitliche. Ich muss einkaufen, man muss einkaufen, man muss das machen, man muss diesmal. Ich kann ja hier nicht alles verkommen lassen. In meiner eigenen Wohnung. Ja, ich habe ja da auch noch so ein bisschen Sachen zu erledigen und auch wichtige Dinge zu tun. Das ist jetzt nicht euch gegenüber irgendwie jetzt so gesagt, ihr seid schuld, dass ich das machen muss. Das soll jetzt das nicht heißen. Nein. Es ist einfach so, dass man da so eine gewisse Zeit für braucht. Man setzt sich ja nicht dahin und prügelt einfach die Aufnahme durch und man
Man kloppt da komplett das Let's Play einfach so. Oh, ich muss jetzt, ich muss aufnehmen, ich muss machen, ich muss tun, ich mach das jetzt und fertig und dann ganz schnell, zack, ich muss es hochladen, irgendein Thumbnail irgendwo rauskopieren, nix selbst erstellen, bam, fertig, dann hab ich's. Und verdiene, ich meine, mit Minecraft verdiene ich ja noch niemals Kohle. Ich hab's ja aus, weil erstens habe ich auch, ich habe auch keine Rechte für. Das Einzige, wo ich vielleicht mit Geld verdienen könnte, wenn da mehr Klicks drauf kommen würden, wäre zum Beispiel Never Alone, weil ich da die Rechte für habe auch. Habe ich auch nachgefragt und alles. Ich habe auch da die offizielle Genehmigung für. Aber das ist einfach ein Zeitfaktor, den ich manchmal nicht habe. Ich habe ihn manchmal, so wie jetzt zum Beispiel heute, voll Bock. Ich nehme unheimlich viel heute auch auf. Das ist sehr, sehr geil. Ist auch meine längste Aufnahmesession momentan. Die Aufnahmesession geht jetzt schon, ich guck mal eben, 3 Stunden. 3 Stunden. Also ist die längste Aufnahmesession. Hab schon ein paar Videos im Petto so von Minecraft und so. Und muss nebenbei auch gleich, werde gleich noch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nach der Folge mache oder nach der nächsten, werde ich dann Never Alone aufnehmen und auch, das ist für mich auch erste Mal, dass ich so 2 Let's Plays gleichzeitig laufen habe, dass ich immer zwischen Spielen switchen muss. Das ist für mich erste Mal so im Prinzip, weil sonst hatte ich es ja immer erst ein Let's Play, durch kam das nächste. Aber so ein bisschen, um ein bisschen Abwechslung für Leute zu geben, weil es gibt ja nicht, jeder guckt ja nicht zum Beispiel im Fernsehen, keine Ahnung, eine Art-Serie. Guckt ja auch nicht jeder. Ne? Gibt ja im Fernsehen ja auch dies und das. Und das möchte ich damit auch so ein bisschen anbieten, dass ich halt immer so ein bisschen Wechsel habe. Ja, das für Leute zum Beispiel, einige gucken lieber Minecraft, einige gucken vielleicht das Never Alone Let's Play, einige gucken mehr Vlogs. Davon kommen momentan auch weniger, weil ich da auch nicht so häufig komme. Ja, das ist auch nicht böse gemeint oder es gibt halt nicht viel momentan zu erzählen. Jetzt momentan bereite ich mich natürlich auch vor auf die, was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Nein, ach so, genau. Ich bereite mich vor auf die, ich habe es doch vergessen. Nein, auf die Let's Play Live Show Silvester Gala. Genau, das ist mir nämlich auch sehr, sehr wichtig, dass ich auch den Stream nicht vernachlässige durch so ein Gedöns. Und, dass ich. Muss ich mal kurz konzentrieren. Ich bin nur am Erzählen gerade. Dass ich da nicht den Stream da vernachlässige, sondern dass ich beides zugleich handhabe. Weil für mich alleine ist es echt, also es ist, ich hatte es glaube ich, ich weiß gar nicht, hatte ich es schon mal irgendwo in so einem Vlog gesagt oder so? Ich mache das Ganze ja alleine. Da ist ja keiner irgendwie im Hintergrund oder so, der da groß mich da irgendwie mit Videobearbeitung schneiden hilft oder beim Hochladen irgendwie unterstützt. Ich meine, es gibt viele Leute, die mich unterstützen, so in Freundschaften her, so beim Spielen auch, die da für mich da sind, die mein offenes Ohr haben und so. Vielen, vielen Dank auch dafür, auch an euch, die meine Videos gucken. Dadurch unterstützt ihr mich ja natürlich auch. Vielen, vielen Dank. Das muss einfach mal gesagt werden heute, dass das muss jetzt raus. Das muss raus. Ich muss das einfach mal rauslassen. Ja, ich muss es einfach heute mal rauslassen. Und wenn es in der Folge ist, mein Gott, und wenn jetzt einer sagt, ey, spiel lieber du Affe und erzähl nicht, ja, dann geh woanders Minecraft gucken. So. Ja, ist so. Das ist, jeder hat so, ne, ich muss das einfach mal loswerden. Und da habe ich einfach mal heute Bock drauf. Und damit ihr das auch mal wisst, warum, wieso, weshalb das so ist. Warum, wieso, weshalb das so ist. Und damit ihr das wisst, das hat sich sogar gereimt. Cool. Nein, aber das ist einfach für mich, ist das halt ja, nicht ein Problem, aber weißt du, wenn ich jetzt schon wieder sage Problem, dann heißt es schon wieder so wie, boah, Alter, der macht das nur notgedrungen und wenn er echt mal so eine Chance hat, wo er auf und Zug aufspringen kann, wo er Geld verdient, so nach oben schießt, dann ist der eh weg. Nee, das ist einfach, ich werde immer bodenständig bleiben, das wird einfach mein Ding sein. Ich hoffe, ich erreiche damit ein paar Leutchen hier, so die mir beim Spielen zusehen möchten. Ich würde mich sogar freuen, wenn es, keine Ahnung, wenn es so 300 bleiben irgendwie. Ich muss auch nicht unbedingt, ich habe schon von vielen auch hier, auch ich kriege es ja auch mit hier bei der YouTube-Szene, so ein bisschen so mit den Netzwerken und alles und die Netzwerkverträge hier von den YouTube-Netzwerkern, die da in den Netzwerken sind und so, sollen ja so scheiße sein. Ich kriege das ja alles selber mit auch. Und
Ich bin ganz ehrlich, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Musikszene. Ich habe ja auch viel Musik gemacht, das wisst ihr ja auch nebenbei jetzt noch ein bisschen teilweise, wenn ich dazu noch komme. Selber Musik produziert und so und verkaufen. Ich hatte ja auch damals einen Plattenvertrag und all so Gedöns und da ist das auch so ein bisschen so, ja nicht im Vormarsch, aber schon seit längerem so, dass da so kleine Knebelverträge gibt, die sehr, sehr komisch sind. Und das ist eigentlich für mich nichts Neues, was ich da auch gelesen habe, was in der YouTube-Szene so ist. Und aber dass da jetzt auch so ein großes Trara rumgemacht wird, dass man dann auch da als Community so da rein wirtschaftet, nenne ich es mal, oder einfach mal so da reinbuttert und irgendwelche Kommentare da einfach mal drunter schreibt oder Drohungen und sowas, verstehe ich nicht. Also da bin ich irgendwie up to date. Da bin ich, glaube ich, das ist too much, finde ich. Das ist einfach für mich eine Welt. Ja, nicht unerreichbar, aber ich finde es nicht schön. Also sowas, wie soll ich's beschreiben? Es ist doch zum Beispiel, man sagt ja, stell dich nicht so an. Gibt's ja auch so, ja? Stell dich nicht so an. Du sagst ja, es ist zum Beispiel auch so ein dämlicher Satz, stell dich nicht so, oder tut ja gar nicht weh, stell dich nicht so an. Sowas sagt man, eigentlich sowas sagt man nicht. Es ist ein Spruch, so ein alltäglicher Spruch, den man sagt, aber das ist doch genau dasselbe wie bei, wenn sich zum Beispiel einer einen Arm abhackt, dann sagst du auch nicht, stell dich nicht so an, tut nicht weh. Sowas sagt man nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade, auch bei den Kommentaren da auch, bei der Diskussion da um diesen, um den YouTuber, der da halt da wegen dem Vertrag da, diesen Knievel-Vertrag da angeblich und so und hin und her. Wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht großartig da diskutieren drüber. Dass da sehr, sehr viel von der Community dann rein interpretiert werden und ja, die YouTuber und so, manche sind ja auch selber schuld und also Kommentar, ich habe viele Sachen gelesen, also es und dass dann auch so Drohungen geschrieben werden an die Jungs, an den Netzwerken, an die Netzwerke, wo die drin waren, das sind aber meistens Jüngere. Ja, das ist kein Vorurteil, aber das ist einfach so. Ja? Ich würde mal behaupten, so Altersklasse 14. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Altersklasse 14 bis 18, 19, 17, so um den Dreh wird es wahrscheinlich sein. Und die anderen so wie du und ich, ja, oder vielleicht ein bisschen jünger noch, würden, glaube ich, sowas nicht schreiben. Die würden es einfach nicht, vielleicht, ja, nicht interessieren. Nicht interessieren. So. Vielleicht aber auch einfach so und so denken, so, ja gut, dann regeln die das. Die regeln das sowieso jetzt irgendwann. Und so, ne, das geht seine Bahnen. Ne? Aber dass das auch so publik gemacht wird, das ist heute so eine Medienfresserei. Das gibt's gar nicht. Wenn irgendwas passiert, egal wo das ist, was sehr interessant sein könnte, wo die Medien echt Geld dran verdienen, dann sind die sofort zur Stelle. Da ist sofort ein Reporter da mit dem Mikrofon so, sag was, sag was. Nur damit die da ihre Einschaltquoten kriegen und die Kohle abkassieren. Das ist so ein medienkonsumreicher Staat geworden. Das gibt's gar nicht. Also, mal ganz, wo? Mal ganz ehrlich. Also, das ist aber auch. Ja, schon immer so gewesen. Also, wow, da kommen die ganzen Schweine her. Wow. Also, ich bin so ein bisschen hier auf Schweinchenjagd. Ja, ihr merkt es gerade. Aber ich meine, das ist. Wie gesagt, ich lehne mich, glaube ich, jetzt sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das war schon immer so gewesen, ne? Oder? Oder war das nicht immer so? Wie können wir das wahrscheinlich sagen? Und ich glaube, ich habe mich ein wenig verlaufen, oder? Lalalala. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe so viel gequatscht, dass ich mich sogar selbst verlaufen habe. Ist ja egal, wir werden trotzdem die Booty irgendwie wiederfinden. Glaube ich zumindest, oder hoffe ich. Da ist die Wüste. Da hinten müssen wir, glaube ich, hin. Kann das sein, dass das immer der Dings ist da hinten? Dieser riesige Dschungel, dass wir da wohnen? Da ist der Turm.
Sollten wir uns mal merken, der riesige Dschungelturm da hinten, das ist unsere Bude. Und es wird dunkel und ich sollte schnell nach Hause gehen. Nein, aber ich meine mit diesen Medienfresserei, das ist, ich würde sagen, das ist eine unheimliche, schon länger so. Also das ist unheimlich schon länger so, dass es so unheimlich ist mit der Mediengeilheit, nenne ich es mal. Ja, Mediengeil. Heutzutage sind alle Medien geil. Die wollen alle schnell. Also viele möchten mit nichts tun Geld verdienen. Ja? Ich möchte jetzt nicht damit behaupten, dass YouTuber nichts tun. Das nicht, nein. Nein, das ist ja Quatsch. Die haben ja auch einen ganz, ja nicht einen geregelten Tagesablauf, aber sie haben doch viel um die Ohren, große YouTuber. Das stimmt schon, ja. Das finde ich auch ein bisschen beschämend, wenn dann welche. Oh, ich sollte vielleicht was essen. Ich finde es ein bisschen beschämend, wenn dann welche unter so YouTube-Kommentare. Wenn dann welche in YouTube-Kommentare dann irgendwie reinschreiben. Geh mal arbeiten, du Affe, du hast ja noch nie richtig gearbeitet. Sowas kann ich nicht sagen. Sowas kann ich nicht sagen unter einem YouTube-Video von einem großen YouTuber. Was heißt denn richtig arbeiten? Jetzt mal ganz ehrlich. Also klar, dass sie nicht knüppeln wie im Stahlwerk oder oder keine Ahnung, als Kfz-Mechaniker so unter der Autos rumkraxeln, das ist klar. Aber zum Beispiel jemand, der irgendwo einen Bürojob hat, ja, der fährt vielleicht zur Arbeit. Gut, damit spart der Let's Player sich das, der sitzt zu Hause. Ja, der erspart sich natürlich den Weg. Aber der im Büro, der fährt hin, sitzt sich vor seinem Computer und macht da seine Steuererklärung oder sonst was. Ja, der sitzt auch. Oder, keine Ahnung, jede Menge andere Beispieljobs. Zum Beispiel an der Kasse bei Lilly. Ja, ich möchte jetzt hier auch keine Schleifwerbung machen. Sitzt auch den ganzen Tag davor und tippt da ein, tipp, tipp, tipp und sitzt. Ja, das ist. Oder räumt die Regale vielleicht ein, okay, aber trotzdem. Es ist, ja, körperliche Arbeit, ja. Trotzdem hat man als Let's Player, kann ich mir vorstellen, wenn man richtig da drin ist, auch viel, viel Stress, viel, viel um die Ohren. Und, da bin ich ganz ehrlich, dass. Hoppala. Ich wollte es gar nicht wegschmeißen, ich wollte nur einfach hier, bevor der mir wieder die Tür eintretet, ja. Ich kann mir das echt vorstellen, dass es verdammt stressig manchmal sein kann. Ja. Alter. Die sterben. So. Ich werde mal eben das Fleisch wegschmeißen. So. Zack. Und dann eben schnell schlafen gehen. Dann ist nämlich Nacht. Dann ist wieder Tag und dann können wir in Ruhe hier nochmal eben rumsortieren. So, wo war ich stehen geblieben? Nein, wie gesagt, also ich könnte mir echt vorstellen, dass so ein Let's Player-Tag sehr, sehr stressig sein kann. Sehr, sehr, sehr aufregend natürlich auch. Und was viele. Jetzt komme ich mal wieder auf die Jüngeren. Viele von den Jüngeren, denke ich mal, die diese Videos sehen, von den Let's Playern, von den Großen auch, denken gar nicht darüber nach, dass. Es nicht mehr, man nicht mehr so spielt, wie man es eigentlich selber kennt. Also ich merke selber auch, dass ich, wenn ich zum Beispiel hier so Videos aufnehme, mir unheimlich viel. Kann ich mir einen kandierten Apfel machen? Nein. Das wäre noch geil. Dass mir unheimlich viel, ja nicht Zeit, aber doch das, wie ich es früher kenne. Zum Beispiel habe ich früher sehr, sehr viel mit Freunden so abends noch zusammengespielt, bis in die Morgenstunden. Und so dieses gemütliche Zusammen in Ruhe, auch ja, entspannt und nicht irgendwie. So, da könnt ihr mir vorstellen, dass das bei zum Beispiel bei einem großen Let's Player wahrscheinlich dann so ist, dass du wirklich so, ah, scheiße, ich muss noch ein paar Folgen vielleicht noch, die vom Netzwerk, die möchten ja so und so viele, sagen wir mal in Anführungsstrichen, wenn es irgendein Netzwerk sagt, pass auf, du musst mindestens am Tag 5 Videos raushauen, was bleibt dir überlassen? Dann musst du ja, oder bist du ja gezwungen da drin, oder bist ja verpflichtet, deinen Vertrag natürlich nachzugeben, wie jeder Arbeitsvertrag natürlich auch, musst du dein Soll erfüllen, ja,
dass du da am Ball bleibst. Und dann bleibt dir halt nicht mehr viel die Zeit privat für dich mal in Ruhe ein Spiel zu spielen. Weil, so wie es früher ist, weil früher war es so, oder beziehungsweise bei mir ist es so, noch so, weiß ich, wie die Zukunft aussieht, das weiß ich natürlich, kann ich auch nicht sagen. Aber es ist so gewesen, ich kam, hab mir ein Spiel gekauft, hab's reingelegt in die Konsole, hab gedaddelt, 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 so für mich. Hab dann ausgemacht, nächsten Tag mal wieder ein bisschen, 2, 3 Stunden. Naja, und jetzt ist es so, macht immer noch Spaß. Klar, mit Aufnehmen, Video, bisschen quasseln, ja, so wie wir jetzt, ja, du, ich, wir, ihr, sie. Und das macht einfach Laune, das ist einfach sehr, sehr cool. Es ist sehr, sehr cool, das jetzt zu machen, aber viele denken, worauf ich hinaus will, viele machen sich da keinen Kopf, dass das nicht mehr so ist wie, ja, wie in ihrer Anfangszeit, so beim Spielen. Wenn die, viele habe ich auch, es gibt ja so viele YouTuber, die auch sehr jung sind. Ja, jetzt komme ich wieder auf Thema jung. Ey, du, der Opa erzählt. Der Opa erzählt, wie ich mal jung war. Nein, viele, vor allem bekomme ich auch sehr, sehr viele Kommentare unter den Videos, die ich nicht veröffentliche. Ich habe echt manchmal Kommentare, so die ich bekomme. Ey, wow, geiles Video. Masse echt cool. Du könntest ja mal, ich habe dir ein Like gegeben, könntest ja mal bei mir liken. Also, das ist so. Wie du mir, so ich dir. Ich finde es nicht schön, das ist so ein bisschen so ein leichtes Spammen ist das, finde ich. Und sowas mache ich nicht, sowas mag ich nicht. Und deswegen werden die bei mir auch sofort gelöscht, diese Dinger, weil damit machen die ja quasi schon Werbung für sich. Ja, ich muss ja schon hier so um Abonnenten ringen. Ja, jeder ringt ja um Abonnenten. Man soll ja nicht um Abonnenten prahlen oder damit angeben, ich hab so viele. Nein, wer Interesse hat, guckt, wer nicht, nicht. Und ich finde diese Kommentare total. Was sind das meistens? Ich gucke dann meistens einmal immer rein. Ich hab ja dann die Zeit, ich lese mir Kommentar durch. Ja, find's total geil, ey, machst das echt super, Minecraft super. Kannst ja mal bei mir reingucken. Ja, mach ich dann auch. Und meistenteils sind das so jüngere Leute. So Altersklasse her 14, 14, 17, ja? Oder 14, 20? 20 auch sogar manchmal. Und muss man doch selber so versucht's doch einfach mal selber so. Ich weiß, ich habe von vielen auch, lasse ich mir auch sagen, oder ich bin mir auch einer, der sich was sagen lässt, auch im Alter noch. Also ich bin ja, mein Gott, der Opa erzählt schon wieder, wie ich immer jung war. Ja. nein. Ich lasse mir auch, wie gesagt, was sagen, oder auch andere sollen sich ja auch mal gerne von mir was sagen lassen. Ich mache das ja auch nicht. Ich gehe auch nicht unter, zum Beispiel unter Gronkh sagen, ey, voll geiles Video. Oder bei Sarasa oder bei PietSmiet schreibe ich auch nicht drunter, ey, voll geiles Video, kannst du mal bei mir vorbeischauen. Da wirst du auch sofort gelöscht. Das ist einfach so. Oder kommt oder taust erst gar nicht auf mit dem Kommentar. Was, der Enderman im Helm? Aber da muss man doch selber eigentlich. Huch. Da muss man doch selber eigentlich. Feststellen, dass das nicht funktioniert. Oder bin ich da einfach zu alt für schon, dass das anders läuft? Könnt ihr das ja gerne mal selber mir mal sagen. Ich finde es schade, dass man sowas geschrieben bekommt. Wenn sie Videos toll finden, sollen sie schreiben, Video toll, fertig. Wenn ich da mal Lust habe, klicke ich da vielleicht mal auf den Namen drauf. Weil man kann ja auf den Namen klicken, dann findet man ja seinen Channel. Muss man denn dann unbedingt noch dabei schreiben? Ja, kannst du mal bei mir mal vorbeischauen? Oder lass mal bei mir vielleicht auch mal ein Like da. Warum? Ich muss doch selber, das ist doch quasi schon wie so ein Zwingen. Ja, wie ein Zwingen. Ja, du bist gezwungen, bei mir auf die Seite zu gehen. Gehst du nicht, dann hau ich dich. Ja, du Opfer. Dann bist du ja schon gezwungen, ja, du musst ein Like geben. Weil er dich ja auch geliked hat. Und das ist nicht so meins. Da distanziere ich mich ein bisschen von. Das ist nicht so meine Welt. Vielleicht viele werden mir vielleicht recht geben, viele werden vielleicht sagen, ey, du bist doof, du Opfer. Mach dich kaputt.
Und deswegen, also seid mir da nicht böse drum, für die Leute, die mich da geliked haben, das jetzt sehen und denken, Alter, den dislike ich sofort, ja. Und viele werden auch sagen, ey, ja, doch, hast du recht, das stimmt schon. Jeder hat natürlich seine Meinung, das ist einfach so. So, wir haben jetzt so viel gequasselt und, hast du nicht gesehen, das gibt's gar nicht. Ich habe nichts gemacht, ich habe nur Schweine geschlachtet, um Essen zu sammeln. Und ich werde mal eben kurz gucken, wir werden mal hier so ein Schnitzel in die Pfanne hauen. Und dann hier nochmal so ein rohes Rindfleisch. Nein, aber wie gesagt, das ist einfach, es ist ja auch, worauf ich auch noch hinaus wollte, was ich aber jetzt vergessen hatte zu erzählen. Und zwar, viele haben ja auch gesagt, ja, versuch doch mal ins Netzwerk zu kommen, irgendwo in so ein Netzwerk reinzukommen, weil dann hast du mehr Chancen, auch ein größeres Publikum zu erreichen. Habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Also, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt so die ersten Schritte möchte ich alleine gehen. Ich möchte versuchen, auf eigenen Füßen zu stehen, was YouTube angeht. Ich möchte, es ist schwer, ich habe von vielen gehört, es ist sehr schwer, viele Leute zu kriegen, die auch dann die Videos gucken und die da Interesse zeigen. Aber es ist doch sehr, sehr schwer, habe ich mir sagen lassen. Aber ich möchte es versuchen. Ich möchte es versuchen, wirklich, wie gesagt, selber ohne Netzwerke, ohne drumherum, selber groß zu werden. Also größer, nicht größer wie die großen YouTuber, sondern einfach nur eine schöne, ich würde mich sogar über 1000 Abonnenten freuen, ehrlich. Und ich würde mich über 1001 freuen, über 1002. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf YouTube gehe, mache auf meine YouTube-Seite auf und lese auf einmal 203 Abonnenten. Ja! Und wenn es 202 sind, ja! Geil! Ja, weil dann hat sich einer gesagt, nee, gucke ich nicht mehr. Der ist langweilig. Ja, dann ist es so. Und warum? Achso, ich sollte vielleicht das Fleisch erst wegnehmen. Dann ist es so. Dann hat er mich deabonniert und dann ist gut. Ich, mein Gott, das. Ich weine nicht. Ich weine da nicht um ein oder zwei weniger. Das mache ich nicht. Das ist so. Jeder, wie gesagt, jeder hat halt so seine Vorlieben und tut und lässt und macht das, was er soll. Das ist einfach so und das ist auch richtig so. Und. Ja, so langsam wird schon wieder Nacht, aber ich würde sagen, fürs Erste war es das erstmal mit dabei, weil wir haben nur noch gequasselt. Alter, voll die Quasselstrippe, der Reflex. Ja, in einer weiteren Folge weiß ich noch nicht, was wir machen. Auf jeden Fall geht es dann in der nächsten Episode weiter. Ja, hier bei Minecraft. Und danke fürs Zusehen und mein Gott, viel gequasselt. Macht's gut. Ciao.